Oh je. Ey, das Sofa! Das Sofa ist verschwunden. Das ist gemein. Ich will das Sofa wieder zurück. Wo ist mein Sofa? Nicht das Sofa. Genau. Mein Sofa. Das ist dann. Der andere Müll, der kann weg, aber das schöne Sofa. Das war doch noch gut. Das wollen wir doch nicht wegschmeißen. Du hast wundervolle Arbeit geleistet, Stella. Wunderbar. Du hast wundervolle Arbeit geleistet. Und du hast sogar genügend Ressourcen übrig, ein Gästehaus auf diesem Schiff zu bauen. Eine notwendige Annehmlichkeit. Es bietet neuen ankommenden Seelen wie mir den vorübergehenden Ort zum Entspannen und Schlafen. Und ja, so richtig schlafen vielleicht nicht. Und ein neues Sofa, oder? Ich kann dir sagen, dass niemand freiwillig mehr als eine Nacht dort verbringen möchte. Aber immerhin besser als an Deck zu schlafen. Die Sterne sind ja hübsch anzusehen. Und das Holz ist hart und die Luftfeuchtigkeit ist störend. Den Rest überlasse ich dir. Viel Spaß. Okay. Achso, das Reißbrett. Ich gehe ja mal rein, um das Reißbrett zu finden. Und es wird Nacht. Den können wir bauen. Macht begibt sich in den. Okay. Macht begibt sich in den Lurken hier. Okay, der Command ist irgendwie. Ja, danke für den Lurk, Judy. Geh mal essen und geh dann in den Lurk. Viel Spaß. Danke für den Lurk-Support. Komm gerne wieder, wenn du fertig gegessen hast. Ja, den Spaß, den werde ich haben. Das Spiel ist großartig. Und so chillig. Können wir hier. Wir haben noch keine Bank oder kein Sofa. Das ist mein Sofa zurück. Was ist denn dieses Schiff ohne Sofa? Gästehaus, Feld, Garten, Kombüse. Ich schätze mal, wir sollen erstmal Gästehaus bauen. Bleibt hier nicht mehr viel Platz. Kombüse, die muss. Oh, was? Kein Material dafür. Skandalös. Wir müssen Material suchen. Jetzt noch eine Umarmung? Skandalös. Wir haben nichts zu essen. Müssen wir wohl hungern. Sehr schön. Das Gästehaus ist sehr hübsch. Man erkennt deinen Einfluss. Schön gemacht, wie immer. Jetzt kann ich mich endlich irgendwo hinsetzen, die Aussicht genießen. Oh, warte. Was ist das denn? Da geschieht noch etwas anderes. Ah, damit hätte ich rechnen sollen. Bin tatsächlich hungrig. Sehr hungrig. Du weißt ja, was für ein mies Küchen ich bin. Ich weiß du noch, dass du ein wahres Land fürs Kochen hattest. Und vielleicht hast du schon ein paar Fische gefangen. Leider kann ich keinen rohen Fisch am Stück essen. Ich könnte es wohl versuchen, würde mich aber sicher an einer Grete verschlucken und sterben. Du willst doch nicht, dass ich so abtrete. So absurd das klingt. Du solltest also wieder dein Reißbrett bemühen und eine Kombüse errichten. Ich bin ziemlich sicher, dass ich dort die Baupläne dafür gesehen habe. Sowie die benötigten Ressourcen. Verdammt. Du brauchst Leucht. Genie. Und das erhältst du nur auf eine bestimmte Art. Ich. Na schön. Das hätte ich dir gleich am Anfang sagen sollen. Was denn? Was ist los? Es gibt da etwas, das mir große Angst macht.
Eine düstere Präsenz, die selbst mich erschaudern lässt. Eine Leere, die alles verschlingt, selbst das Licht. Sie kann viele Gestalten annehmen. Und für mich manifestiert sie sich immer als Qualm. Ja, die Ironie ist mir durchaus bewusst. Das Recht Schnee, das du für die Gummise brauchst, kannst du nun von diesen Quallen erhalten. Das nur von diesen Quallen erhalten. Es gibt also keine andere Möglichkeit. Ich muss mich meinen Ängsten stellen. Aber du bist an meiner Seite. Immer. Immer an deiner Seite. Dafür, das ist unser Job hier. Das ist so als Bildfarmer. Begleiten wir dich bis zum Ende. Mit dir werde ich es schaffen. Sie erscheinen als dunkler Fleck reiner Angst auf deiner Karte. Du kannst sie also nicht verfehlen. Es lukt. Ich werde mir etwas Zeit nehmen, um mich darauf vorzubereiten. Willst du nicht etwas Zeit nehmen? Oh, das ist das Sofa. Großartig. Okay. Und mal ein bisschen mehr gucken. Was gibt's Neues? Ja, das habe ich vergessen zu erwähnen. Wie du bemerkt hast, hält das Schiff nachts an. Ich glaube, das ist ein Nebeneffekt, weil dein Immerlicht mal Licht ist. Oder das Gesicht von mir. Oder es steckt sonst irgendeine technische Sache dahinter. Es hilft deinen Passagieren jedenfalls ruhig zu schlafen. Du kannst aber tun, was du möchtest. Arbeiten, abschließen oder einfach nur die Sterne genießen. Ich würde vorschlagen, dass du in dem kleinen Raum oben in deiner Kajüte auch eine Runde schläfst. Dann wirst du putzmunter aufwachen und das Schiff nimmt am Morgen wieder Fahrt auf. Oh, und wo wir gerade davon reden. Du weißt ja, dass ich schon immer einen Langschläfer war. Du kannst die Glocke dort läuten, um die Passagiere zu wecken. Das hätte sie mir nicht sagen sollen. Das hätte sie mir einfach nicht sagen sollen. Es war ein Fehler. Das war ein tragischer Fehler. Es sind schlaflose Nächte. Du kannst die Glocke dort läuten, um die Passagiere zu wecken, aber denk daran. Läute sie nur zur rechten Zeit. Am frühen Morgen wäre perfekt. Und jetzt ist es Zeit für mich ins Bett zu gehen. Wir sehen uns morgen, Stella. Ich werde die aus Versehen einfach läuten. Müsste ich das ganze Schiff dann irgendwann wecken, weil mehrere Leute drauf haben. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Dann gehen wir, glaube ich, auch mal schlafen, oder? Können wir das? Jo. Bis zum Morgen schlafen. Ja. Gute Nacht. Es aufsteht Zeit. GZ um die Schiffsroute und die Uhr ein- oder auszublenden. Ach, die Uhr können wir ausblenden. Ich meine, das sind eh die Logos rechts. Irgendwie eh nix. Aufstehen. Guten Morgen, Stella. Die bin ich immer am Färben. Umarmungen sind auch nicht nur da, wenn es dir schlecht geht, sondern auch da einfach um eine Zuneigung zu zeigen. Einfach eine Umarmung. Am Morgen einfach eine morgendliche Umarmung. Frag mich nicht warum, aber ich habe Albert schon getroffen. Er ist auf jeden Fall ein Hai. Aber ein grenzenloses Interesse an der Seefahrt wird nützlich für uns sein. Das ist zum Beispiel die Schiffsverbesserungen, die er zu Wucherpreisen anbietet. Dann wirst du gefährliche Wetterbarrieren überwinden können. Die ihnen mal wieder klassischen mythischen Herausforderungen. Schon etwas klischeehaft, wenn du mich fragst.
Gut, dann gehen wir mal auf Nahrungsjagd. Hier ist die Karte. Kisten. Noch mehr Kisten. Gibt Samen, Schutzholz und Erze. Ja, wo gehen wir denn als erstes hin? Ich denke hier hin. Auf geht's. Erstmal angeln. Bei Fahrt könnte das ein bisschen anstrengender werden. Oder auch nicht. Hering. Ein alter Schuh. Hering und alte Schuhe. Was will man mehr? Ich hoffe, wir können irgendwann mit den alten Schuhen was anfangen. Das Material finden wir hoffentlich auf der Insel. Was ist denn hier los? Material, was wir hoffentlich angeln können. Ja, hier liegen Schuhe rum. Leuchtet was? Es gedrückt nur noch die Leertaste. Was sind hier die? Oh nein, nein. Kupfererz. Stella. Ja, das sind wir. Oha. Da war einiges drin. Hier ist wohl mal ein Schiff zum Wrack geworden. Das Boot hüpfen können wir nicht. Was haben wir denn hier? Leere Muschelschale. Möwe verjagen. Miesmuschel. Warum denn so mies drauf? Ist doch ein schöner Teil. Hier sind keine miesen Muscheln mehr. So, so geht man weg. Weißt du, ich freue mich unheimlich, dass du hier bist. Aber das überrascht mich kein bisschen. Es passt alles zusammen. Dass du hier bist und dich während meiner letzten Stunden um mich gemasst. Andere waren dir schon immer verdammt wichtig. Du hast alles beschützt, die du beschützen konntest. So pedantische Snobs wie mich. Weißt du noch, wie mein Vater die Katze angebrüllt hat? Wir waren gerade erst mit der Grundschule fertig. Du hast diese blauen Turnschuhe mit den glitzernden Anhängern an. Und du hast meinem Vater die Leviten gelesen, als hättest du eine heilige Mission.
war das Rot angelaufen und hat die violetten Delano-Vase zerschmettert. Es war super. Können wir mal kurz ins Hinsetzen? Die Katze auf den Schoß nehmen. Ach, schön. Aber wir haben eine Mission. Sind wir stecken geblieben oder was ist hier los? Sollen wir noch ein Beiboot mal raus oder was ist der Plan? Okay. Ach so, das war hier keine Insel, das war das, das Schwamm hier. Das Treibgut, was hier rumschwamm. Das haben wir aufgesammelt. Alles klar. Zu bauen, das reicht es wahrscheinlich nicht. Ne, da brauchen wir noch mehr Material. Vor allem diese schwarzen Quallen brauchen wir irgendwie. Ich würde aber erstmal hier hinfahren. Quallen kommen wir schon früh genug hin. Wird verloren über Bord. Das glaube der für das Schiff verlassen hält es an. Es fährt weiter, sobald du wieder an Bord bist. Ah, okay. Sind an Bord. Mal ein bisschen angeln. Ich sag doch, wir werden ewig hier angeln. Weil wenn es so eine Zeit zu überbrücken gibt. Wir werden so viele Heringe braten können. Wenn ich den Kompüse gebaut habe. Und Stiefel können wir braten. Hunger macht mich gereizt. Deswegen besorgen wir ja schon. Schabernack. Können wir uns ein Inventar aufmachen, gucken, wie viele Fische wir schon haben? Das hatte ich gebraucht. So muss das. Für den Chat auch eine Umarmung. Kann das auch so? Hm, genau. Oh, hier gibt's Blut. Leere Flasche, ich glaube, wertvoller Ring. Oha. Wertvolle Flasche brauchen wir, glaube ich. Um was zu bauen. Ein weiteres Schiffswrack gelootet. Schauen wir mal, was wir können. Die Kambüse können wir natürlich noch nicht. Speed können wir auch noch nicht. Was können wir eigentlich? So, na dann.
begeben wir uns mal endlich zu den, schwarzen Quellen der Angst. Am besten wird es nachts, wenn wir dort ankommen. Wie schön. Die Musik. Der Himmel. Die Atmosphäre. Kann man auch mal genießen. Und da wird es nachts. Nee, es wird nicht nachts. Wir sind angekommen. Gleich mal verkriechen. Oh, Katze im Arm. Da wären wir. Verdammt. Da kommen uns hier. Konzentriere dich auf die mit Leuchtgelee. Es sollten leicht zu erkennen sein. Versuche aber allgemein so viele wie möglich zu fangen. Dafür erhältst du nämlich Glimps. Ich werde drinnen auf dich warten. Dort draußen ist es zu anstrengend für mich. Okay, nur zu. Ich glaube an dich. Okay, los geht's. Oha. Das Minigame. Das ist eine besonders große. Tun wir jetzt Glimps. Was bringt die? Ist das das Geld? Bleibst du hier? Oha. Das ist eine grüne. Müssen wir fangen. Hey. Da war es weg. Kommst du mir nicht. Ui. Hinterher. Durchkriege ich. Na komm hoch hier. Ich glaube, das wär's. Das haben wir geschafft. Fantastisch. Ich renne hier mal durch rein. Erst mit Katze im Arm. Okay. Ich bin wirklich beeindruckt. Du warst echt spitze. Du bist herumgerast und gehüpft wie ein Sternstücke. Völlig ohne Angst und oder zu zögern. Wie eine Stella. Völlig ohne Angst oder zu zögern. Du bist auf jeden Fall immer noch auf Zack, Stella. Mhm. Und du hast sogar genug Leuchtgelee gesammelt, um eine ordentliche Kombüse zu bauen. Nur zu. Ich werde geduldig warten, während ich mich selbst verdaue. Ich eile. Kombüse. Ich hoffe, wir können das später noch umstellen. Da ziehe ich natürlich direkt mal neben ihr. Und direkt neben dem Gästehaus. So muss das. Schöne Kombüse. Du kannst das Ding nur von der Kombüse verwenden. Sollte ziemlich einfach sein.
legst einfach eine Zutat in den Ofen und wartest, bis sie gar ist. Kannst es sogar mit diesen Maiskörnern versuchen, die ich in meinen Taschen gefunden habe. Ich kann es kaum erwarten, dich wieder als Meisterköchin zu sehen. Du schaffst das schon. Mach mal Popcorn. Oh, nein, schon. Popcorn, ich rieche es. Oh, Popcorn. Nein, der Geruch von Popcorn. Nice. Was haben wir hier? Schmuscheln. Die Muscheln brauchen auch ziemlich lange. Muss nicht gut durchgegart werden, damit man sie nicht roh ist. Das ist ein aufwendiges Essen. Gerüstete Schalen hier. Machen wir der mal. Machen wir 5 Heringe. Das dauert jetzt auch eine Weile. Ich gehe hungrig schlafen. Tut mir leid. Die sind doch noch nicht fertig. Ist ungeduldig. So, dann warte ich mal, wie lange dauert das? 10 Minuten oder? Das geht ja so langsam. Das Spiel ist perfekt für Just Chatting. Mal mit dem Chat agieren. Falls da mal was los ist. Gut, das dauert noch. Mal während der Zeit eigentlich angeln gehen. Dann komm man. Puh, da komm man. Triffes Feuer heißt es, du bist Sprichwort. Wo immer angeln, während man Fisch backen. Wo man endlosen Vorrat an Fischen. Joa. Wie geht's denn so? Kann man gerade mal hier noch ein paar Commands ausprobieren. Hier gibt's was sehr Hilfreiches. Was ja hilfreich auch, aber sehr lehrreiches. Ein Artikel zum Bite-Mampf. Könnte die Geschichte erfahren hinter dem Bite-Mampf. Stonewall auf Stände und so weiter. Falls das noch nicht wusstet. Auch ganz interessant. Ein schöner Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung.
Und wird im Stream nicht eingeblendet, weil ich habe die Bot-Sachen werden im Stream nicht gezeigt. Aber im Stream-Chat sieht das, also in der Live zuguckt. Ist auch viel Text. Das wäre dann ein bisschen. Ja. Beobachten mal die. Ja. Dann lassen wir den Fisch durchwerben. Die Temperatur in dem Raum scheint nicht gesund zu sein. Ja. Das ist nur eine sehr kleine Kombüse. Wir können ja rausgehen. Aber dann sehen wir den Wecker nicht. Ich weiß nicht, ob der klingelt. Na, die ist irgendwie traurig. Das gefällt mir aber nicht. Brauchst du eine Umarmung? Stehst vor dem Sofa. Ich kann dich nicht umarmen. Das braucht leider noch ein bisschen. Gleich fertig. Wir werden wahrscheinlich die Kombüse auch irgendwann noch aufbessern können, vergrößern können und dann den Ofen besser machen können, damit es dann nicht mehr so die Temperatur nicht mehr so schlimm ist. So, gleich ist es soweit. Gegrillter Fisch. Großartig. Ich will gleich noch mehr machen. Schieben wir gleich die letzten beiden noch rein.